Willkommen zu einem neuen Video. Und am Flughafen in Zürich. Wir wollten eigentlich nur Tschüss sagen, weil es geht ab auf Vancouver. Genau. Und dann ist ein ganz netter Polizist gekommen, der gefunden hat, wir dürfen hier nicht... Polizei von Zürich. Ja, grüezi miteinander. Was machen Sie da? Wir dürfen hier nicht filmen, hat der gute Herr gemeint. Jetzt haben wir aber noch mal schnell die Hausordnung angeschaut vom Flughafen. Und wir dürfen filmen, wir dürfen nur nicht filmen, wenn man das zu einem kommerziellen Zweck macht. Und das machen wir nicht, wir machen das tatsächlich einfach aus Spass auf genau. YouTube. Und darum dürfen wir jetzt offiziell hier am Zürich Flughafen filmen. Und dann machen wir das gerade auch und haben gefunden, wir machen gerade ein ganzes Video darüber. Obwohl, ich glaube, das Boarding von unserem Flugzeug in 10 Minuten ist. Wer eigentlich oder jetzt? Oder yes, okay. Aber ja, wir bringen es an und wir zeigen euch in diesem Video, was man alles am Flughafen machen kann. Los geht's! Auf der Rolltreppe chillen und ein bisschen päuseln. Man kann Junkfood kaufen oder die Sachen, die man vergessen hat. Wir haben zum Glück nie etwas vergessen. Wir vergessen nie etwas. Und zum Beispiel kaufen wir Junkfood. Batterien für das Mikrofon. Oh. Los. Soll ich noch holen? Oder 5 Minuten vor dem Boarding noch schnell die Rutschbahn vom Kinderecken ausprobieren. Okay, jetzt schauen einfach alle immer blöd, aber ist okay. Weiter geht's. Oder einfach Flughafen-Skateboard fahren. Und meine absolute Lieblingsbeschäftigung am Flughafen, Leute beobachten, die so rumlaufen. Das ist zum Beispiel der Geschäftsmann dort hinten im schwarzen Anzug mit dem Bart, der so gerade genüsslichen Burger verspeist. Das ist sicher so ein... Sein arme weisse Aber das ist sicher einer, der daheim vegetarisch muss essen mit seiner Frau und jetzt froh ist, wenn er endlich auf Geschäftsreise kann und sich einen Burger gönnen kann. Das ist immer lustig. So. Das haben wir als Kind immer gemacht. So die Leute beobachtet und dann Geschichten sich dazu überlegt. Genau. Absolute Nummer 1 Lieblingsbeschäftigung am Flughafen. Viel wichtiger als Junkfood kaufen, ist Junkfood essen am Flughafen. Ah, das ist geil. Ich schmeiß dir zu, mal schauen, ob du es schaffst zu fangen. Achtung, fertig. Wow, sehr gut. Nochmal. Sehr gut. Wieso kannst du das so gut? Krass. Besser als 10 Leute im Zoo Basel. Aber echt, zeig mir, gib nochmal. Kannst du das echt so gut? Okay, Achtung. Fertig. Sehr gut. Wieso kannst du das so gut? Oh. Du hast mega wüst geworfen. Ich werfe mega lieb. Okay. Mm. Ich habe es geschafft. Statt blöd, könnte man es auch schaffen. Schaffen könnte man auch. Zum Beispiel das Video schneiden, damit ihr das sozusagen live sendet. Also all die Videos, die ihr jetzt sendet, die passieren sozusagen live. Genau. Wir schneiden es, wir laden es auf und ihr könnt es schauen auf YouTube. Und wir finden es mega cool, dass ihr dabei seid. Von Zürich nach Vancouver, das sind 11 Flugstunden, also eine halbe Ewigkeit. Das heisst, wir können irgendwie 5 oder 6 Kinofilme schauen, bis wir ankommen. Wir müssen noch ein bisschen energielos werden, darum tun wir da ein bisschen totteln am Flughafen Zürich. Sorry für das. Es steht auf dem Schild einsteigen. Okay, los. Jetzt geht es definitiv auf den Flug. Kleine Zeit beim Flughafen Zürich den Kaffee unbedingt am Kaffeeautomat holen. Ist viel günstiger, nur 2,50 €. Im Starbucks zahlt mir glaub, schnell mal 5 oder 6 Stutz. 2,50 €. Das ist keine Werbung. Wir dürfen ja nicht kommerziell werden, sonst dürfen wir nicht filmen hier. Wir arbeiten auch mega oft am Flughafen und schneiden noch ein bisschen. Aber das ist nicht unsere PC. Das ist eine Internetstation. Wer braucht noch eine Internetstation im 2018 am Flughafen? Hallo Smartphone. Crazy, oder? Vor allem. Das ist schön. Also da könnte man noch arbeiten. Das ist mein neues Büro hier. Schatz, da können wir gar nicht schneiden. Kein Programm drauf.
Außerdem sind sie schon lange am Boarden. Los! So, wir haben es definitiv geschafft. Jetzt ja. Einsteigen, unseren Platz hinein und abfliegen. Das Abenteuer geht los. Wir können, ja, ich freue mich so. Ich freue mich schon seit cool, Wochen auf die Reise. Es wird so genial. Und wir sind dabei, möglichst oft. Möglichst genau. Immer. Aber jetzt sagen wir glaube ich, tschüss miteinander. Bis zum nächsten Mal. Wir melden uns morgen aus Vancouver. Aus Kanada. Das Verliererland. Mit wir geile Siechen in der Schweiz haben die Kanada geschlagen. Wir gehen zu den Verlierern vom Eishockey. Wie im Halbfinale nach Kanada. So, jetzt genau. Sagen wir tschüss. Jetzt haben wir tschüss miteinander. Abonniert den Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Und gebt uns einen Daumen nach oben. Wir freuen uns drauf. Bis bald aus Vancouver mit Jetlag. Verzeihen Sie uns. Tschüss zusammen.